Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Ja, beim letzten Mal haben wir die zweite Tafel gefunden, hatten nochmal einen Kampf gegen Yo und wir sollen ihm heute nochmal hinterher. Er wollte uns noch was Wichtiges mitteilen. Aber vorher, wie immer, gibt es für euch erstmal Pokédex-Einträge. Über mir steht wie immer ein Zeitstempel, wenn ihr die Pokédex-Einträge überspringen wollt. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. So, als allererstes habe ich Cesurio für euch, das Schwertklingen-Pokémon. Mit den scharfen Klingen an seinem Körper hackt es Gegner gnadenlos in Stücke. Um die Sieg zu erringen, ist ihm jedes Mittel recht. Seine Entwicklung habe ich auch, sind dies schon merkwürdig zu erreichen. Man muss drei Cesurios mit Cesurio selbst besiegen, aber diese Cesurios müssen so einen Trupp an Gladiantris um sich herum haben. Nur dann zählt es. Und ihr müsst nur das Cesurio platt machen, nicht die Gladiantris. Dann kriegt ihr ein Glad Imperio, das Langschwert-Pokémon. Es führt eine große Armee in den Kampf. Da es jedoch kein guter Stratege ist, muss es sich letztendlich auf hohe Gewalt verlassen. Danach haben wir Galagladi, das Klingen-Pokémon. Da es selbst die leisesten Gedanken seines Gegners lesen kann, kann es immer zuerst angreifen. Das wäre eine schöne Fähigkeit. So, die nächsten zwei Pokémon kommen aus dem anderen Pokédex. Als nächstes habe ich nämlich für euch Ultrigaria, das Fliegentod-Pokémon. Seine Blätter dienen als Schneiden, mit denen es Gegner aufschlitzt. Es spuckt eine Flüssigkeit, die alles auflöst. Und wenn man ihm einen Blattstein gibt, dann kriegt man auch direkt Zazenia, das Fliegentod-Pokémon. Wurde in seiner ätzenden Lösung bereits viel Beute zersetzt, ist diese Flüssigkeit süßer und lockt leichter Beute an. Also ja, ist so gesehen eine Fliegenfalle. So, ich würde dann einfach mal sagen, als nächstes ist gleich Noir dran, euch was vorzulesen, aber vorher kann ich auch ruhig eigentlich hier schon ruhig das hier eben kurz einsammeln. Okay, als nächstes kriege ich eine Klaue. Dasselbe kann ich hier übrigens machen. Wir sind bei 365 Einträgen. Bei dem Pokédex fehlen nur noch 35, Leute. So, jetzt aber, Noah, du bist als nächstes dran. Yay, ich darf wieder mal anfangen. Das ist Gastrodon, das Seeschnecken-Pokémon. Fischer berichten, dass früher kaum Gastrodon in dieser Form auffindbar gewesen seien, es jedoch inzwischen immer mehr von ihnen gebe. Als nächstes Lumineon, das Neon-Pokémon. In der Tiefsee funkelt ein Schwarm Lumineon fast so wie der Sternenhimmel. Hab ich heute nur Meeres-Pokémon? Das ist Marmolida, das Fürsorge-Pokémon. Es treibt durch den Ozean. Um Marmolida versammeln sich stets viele Wasser-Pokémon. Ach ne, hier ist auch eine Katze. Das ist Snobelikat, das Rasse-Katzen-Pokémon. Es ist aufbrausend. Richtet es seinen Schweif auf, ist Vorsicht geboten. Das ist ein Anzeichen dafür, dass Snobelikat gleich losspringt und zubeißt. So Drim, mach mal weiter. Dann mache ich mal weiter. Das hier ist Nimona, das Stichklauen-Pokémon. Sie sind immer zu viert oder fünft unterwegs. Bei der Jagd arbeiten sie zusammen, indem sie Zeichen in Felsen und Bäume ritzen. Okay, als nächstes Ditto, das Transform-Pokémon. Es kann seine eigene Zellstruktur frei zusammensetzen und sich in jede andere Lebensform verwandeln. Oh mein, ein cooles Pokémon. Das ist Banette, das Marionetten-Pokémon. Starke Gefühle des Hasses machten aus einer Plüschpuppe ein Pokémon. Öffnet es seinen Mund, entweicht die verfluchte Energie. Und zu guter Letzt, Magnarien, das Biss-Pokémon. Sobald es Beute in großer Entfernung wittert, setzt sich das gesamte Rudel auf Befehl des Anführers hin, sofort in Bewegung. Na dann, Shining, nicht los, du bist dran. Rette den Tag. So Leute, das waren die Pokédex-Einträge, aber ich habe noch was weiteres für euch, wie ihr sehen könnt. Ich habe offscreen auch das Ei ausgebrütet, das war aber leider kein neuer Pokédex-Eintrag. Aber ihr wollt ja trotzdem wissen, was in dem Ei wahrscheinlich war. Deswegen hatte ich eine schnelle Aufnahme gemacht und die können wir jetzt eben kurz einmal abspielen. Ich habe da auch damals nicht geredet, etc. Da ist dann das Ei geschlüpft. Da war ich am Cesurio trainieren. Ein kleines Schillers. Das war damals aus dem Ei geschlüpft.
Ja, Leute, wie ihr sehen konntet, war das Schelast leider damit kein Eintrag. Ist ein bisschen schade, aber was soll man machen? Ja, mein weiteres Starter-Pokémon, das ist doch die Hauptsache. Präsentiere einen fröhlichen Ju. Ich bin ein Freund. Hast mich nicht als Freund angesehen? Ja. Freut mich, die Bekanntschaft zu machen. Stimmt ja, zum Maskenfest hat er uns auch eingeladen. Vollkommen ausgeblendet. Was hast du mit meinen Haaren gemacht? Nein! Ich will meine Haarpracht zurück. Ich bin ein Owei. Hat sie mir einfach den Kopf rasiert? Ich will meine Haarpracht zurück. Och nö. Okay. Ich sehe dafür scheiße aus. Kampfmusik ist aber auf jeden Fall geil. Ach, hallo Morpeko. Jetzt ist Scale kommt noch. Ich lass mich nicht ablenken, ich mache ein Loderlied einfach. Was mich ablenkt, ist mein hässlicher Look. Wollte gerade sagen. Nein! Morpeko wird wütend. Aurarat? Die Attacke kannte ich noch gar nicht.
Patalitscha. Das ist ein Patalitscha. Ach, das da. Das kann sich entwickeln. Ja, Spukball ist auch so eine besondere Attacke. Schlecht meine Attacke, aber ich habe das Recht, ich rette dich trotzdem nicht. Ich weiß, was das für eine Beere war. Ich werde es wieder tun. Aber erstmal werde ich mein Pokémon jetzt heilen. Oh, Magnalien. Ja gut, da wechsle ich sowieso. Lucario hat da wesentlich bessere Chancen. Magnalien ist ein Unlicht-Pokémon. Keine Sorge, ich nutze nicht den normalen Angriff. Ich nutze den Spezialangriff Aurasphäre. Und weg. Ach nein, ist eingeschlafen. Genauso wie die Huthuts da oben. Nur noch Folikon. Niemals! Pass auf, ich mach Turbo-Tempo. Eine Runde hast du noch. Die hast du gut genutzt. Niemals. Du bist eine Schönheit, ja, aber ich lasse mich doch nicht verzaubern. Hauptsache, ich kann den Friseur noch mal besuchen gehen. Diese Frisur ist eine Abscheulichkeit. Ja? Lass uns hingehen. Ich gehe jetzt erstmal hier zum Pokémon Center und ich probiere aus, ob ich zum Friseur kann. Ich bin jetzt hier gerade beim Friseur. Ich will meine Frisur ändern. Ich will diese Abscheulichkeit nicht auf meinem Kopf haben. Also ich kann mir natürlich hier angucken, aber... Ich brauche meine langen Haare. Ach, guck mal, hier, das sind die grünen Dinger. Aber ich will meine alte Frisur. So Leute, ich habe meine Haare wieder zurück. Meine wunderschöne Haarpracht.
Diese Abscheulichkeit von gerade eben ging ja überhaupt nicht. Sind sehr schöne Masken. Guck mal, da ist ein Pokémon. Das ist wahrscheinlich der Oni. Das ist auch das Pokémon, was auf dem DSC abgebildet ist. Also das Trailer-Pokémon so gesehen. Pipi. Die kann man bestimmt auch fangen, die drei Gefährten. Wird doch nur missverstanden, der arme Oni. Oh, lecker. Ich gönne. Ich nehme das hier. Eine kandierte Frage ja wäre. Alle fallen oben. Hat wohl nicht geschmeckt. Danke. Ja, ich weiß, welches du meinst. Ja. Okay. Natürlich. Ich weiß ja noch nicht mal, was ich tun muss. Sony Austausch steht eine traditionelle Veranstaltung. Die Aufgabe ist es, eine Menge an Bären einzusammeln und dann zu den Bärensocken zu bringen, um eine hohe Punktzahl zu erzielen. Auf dem Spielgelände gibt es Ballonis, genannte Ballons. In vier Farben. In jedem einzelnen befindet sich eine Bäre, die du erhältst, indem du den Ballonis zum Platzen bringst. In der Basis befinden sich vier unterschiedliche gefärbte Bärensocke. Auf ihnen kannst du durch Drücken die Eigenschaft Bären mit der passenden Farbe ablegen.
Das Spiel ist zu Ende, sobald du die erforderliche Anzahl an Bären auf den Sockel platziert hast. Manchmal erscheinen gefräßige Pokémon an den Bärensockel und versuchen, den angesammelten Bären zu vernaschen. Ignorierst du diese Pokémon, futtern sie immer weiter. Nähe dich ihnen und drücke die R-Taste, um sie durch Brüllen zu vertreiben. Kann ich auch einfach alle zusammensammeln? Und dann einfach abgeben? Also alle gemeinsam. Okay, ich kann nicht mehr Bären tragen. Dann bringe ich die mal zum Sockel und sammle als nächstes die roten. Auch rote Beeren. Das war schnell. Nein. Böse. Das habe ich geschafft. Okay, behalte ich die Bären? Bleiben die drin? Ansonsten würde ich mich wirklich nur darauf konzentrieren, das zu sammeln, was ich sammeln soll. Ich behalte die nicht, okay. Eine grüne noch. Die blauen stehen hier gut beisammen. Die einfach alle zusammen ab. Brauche ich mir um die gefräßigen Pokémon noch überhaupt keine Sorgen machen. Easy. So, wie viel als nächstes? Okay. Ich habe das Gefühl, die roten sind am seltensten. Blaue habe ich genügend. So, jetzt fehlen nur noch die grauen. Boah, gerade so genügend. Ich glaube, beim nächsten Level muss ich mehrmals fahren. Ach, ich kann mich auch instant dahin porten, sehe ich gerade. Auf Y. Oh, ich habe eh gewonnen. Ich habe Mochi bekommen. Was mache ich mit dem Mochi? Stimmt, kann man das nochmal spielen? Ich habe die Punktzahl auf jeden Fall überboten. Auf höheren Schwierigkeitsgraden, dann kriegt man wahrscheinlich auch wesentlich besseres Zeug. Also was die Bonbons angeht beispielsweise. Ein EP-Pin? Gewonnen. Er will doch nicht.
Kein Ding. Da läuft was. Ich frage mich, sollen wir da hinterherlaufen? Ich würde sagen, ja. Oder wisst ihr was? Wir machen hier für heute Schluss. Ich spreche den Oni, das ist hundertprozentig der Oni, einfach beim nächsten Mal an. Sorry, dass ich euch damit teaser, beziehungsweise ein bisschen trigger eventuell. Wir machen hier jetzt für heute Schluss, weil die Folge ist schon ein bisschen länger. Wenn es euch gefallen hat, Leute, den nächsten Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!